Hallo Freunde, beim letzten Mal hatte ich ja die Orang-Utan-Öffnung gezeigt und auch wenn sie natürlich sehr spannend und schön war, kam die Anmerkung vom Carsten, einem Community-Mitglied, dass das natürlich eine schöne Partie war, aber nicht viel mit Strategie zu tun hatte und deswegen vielleicht nicht unbedingt auf meinem Kanal so hier reinpasste. Und ich nehme eure Kommentare ja immer wahr, keine Sorge, ja, auch wenn ich nicht immer jedem beantworten kann. Aber zum Ausgleich dafür werden wir jetzt erstmal in den nächsten Wochen einen Sack voll Strategieaufgaben machen. Also, hier dieses Beispiel zum Beispiel ist von Ullmann gegen Schmidt vom Rubinstein Memorial 1967. Weiß ist am Zug und wir sehen erstmal, Weiß hat einen Bauern weniger. Ups, das aber, jetzt könnt ihr euch mal angucken, ob Weiß nicht ein bisschen Kombination oder in irgendeiner Form, was auch immer er machen kann hier. Und dazu haltet ihr das Video wieder an und dann denkt ihr bitte dran, kommentieren ist das neue Abonnieren. Schreibt eure Ideen hier irgendwie rein, was ihr hier machen würdet, wie ihr die Stellung einschätzen würdet und so weiter. Alles klar, und dann gucken wir uns jetzt über die Partie an. So, wer sich ein bisschen mit der Stellung beschäftigt hat, wird natürlich feststellen, Weiß hat die einzig offene Linie. Das ist gut. Die D-Linie. Hoppala. Entschuldigung. Und dann auch das Einbruchsfeld D7 natürlich. Wenn wir da reinkommen, wissen wir, Turm siebte Reihe. Dann fällt natürlich noch auf, dieser Springer auf A7 steht auch irgendwie komisch. Ja? Und vor allem, wo soll er hin? Wenn er nach C8 geht, dann ist die Grundreihe direkt geschwächt. Dann ist das Feld D8 direkt zugänglich für den weißen Turm. Und wenn der Springer hier über B5, ja, wer weiß, dann kriegt er hier vielleicht mit A4 einen Tritt und so richtig glücklich wird er nicht. Vor allem aber könnte ich ja auch, und das ist einer der Schlüssel, vielleicht selber mit A2, A4 anfangen, um eben diesen Springer hier überhaupt gar nicht erst rauszulassen. Ja, das würde dann zum Beispiel so aussehen. Dann machen wir eine kleine Variante. Zack, A4. Damit der da nicht hinkommt. Aber unglücklicherweise hängt dann der B3 Bauer. Noch ein Bauern ins Geschäft stecken ist vielleicht ein bisschen viel. Und wenn wir jetzt all diese Umstände zusammenpacken, da kam Ullmann auf eine fantastische Idee. Er sagt sich, ich habe einen Bauern weniger, tausche ich erstmal die Damen. Was ist die Idee davon? Wenn nämlich jetzt hier Schwarz die Dame tauschen würde, dann wäre der E-Bauer auf einmal ungeneckt. Der Turm kommt in die siebte Reihe rein. Ich kann hier immer noch A4 spielen. Der B3 wäre dann nicht mehr weg. Und dann hätte ich so viel Kombinationen. Das ist auf jeden Fall eine gute Stellung für Weiß. Und deswegen hat Schwarz nach Dame G4 auch die Dame nicht getauscht, sondern F5 gespielt. Aber Ullmann verfolgt seine Strategie weiter, spielt Dame C4. Möchte jetzt wieder aufgrund dieser Festung die Dame tauschen und Schwarz hat auch nicht viel Auswahl, er muss hier tauschen. Wir gucken mal, er könnte zum Beispiel nicht den König ranholen, weil dann das Schach auf der siebten Reihe direkt kommt. Ja? Wir denken dran, die Dame ist gefesselt und dann geht es hier ganz schnell den Bach runter, wenn ich jetzt auch noch übertrieben, ich muss jetzt in der Nähe von der Dame bleiben. Dann kommt ein Läufer, schlägt E5 mit Rufzug, ja? Und egal was passiert. Zum Beispiel, wenn die Dame schlägt, kommt der Schach, der König hat nur ein Feld. Und jetzt ist mindestens mal die Gabel plus irgendwie Mattangriff, ja, und so weiter. Gar keine Probleme für Weiß. Also, deswegen hat sich Schwarz dazu entschlossen, hier auf C4 zu schlagen. Und Weiß schlägt natürlich zurück. Und jetzt sehen wir auf einmal, oh, ich brauchte gar nicht A4 spielen. Ich konnte jetzt auch mit dem Bauern zurückschlagen, habe das Feld B5 kontrolliert. Den Springer B8, A7 wollte ich sagen. Der hat nicht mehr viele Felder. Ich habe das Einbruchsfeld D7 für meinen Turm und nebenbei hängt natürlich noch der E5. Ja, und jetzt muss sich Schwarz schon entscheiden, was macht er jetzt, ja? Möchte er jetzt seinen Turm auf die siebte Reihe stellen zur Verteidigung oder möchte er den Bauern auf E5 behalten? Und beides, ja, man muss eine praktische Entscheidung treffen, ja? Und hinterher ist man immer schlauer und wir wissen ja, wie schwer es ist, wenn man eine eigene, praktische, langfristige, ohne konkrete Varianten berechnen zu können, solche strategischen Entscheidungen sind, ja, welche langfristigen Wirkungen das haben kann.
In der Partie folgte Turm F8. Wir schauen uns mal an, was passiert, wenn der Turm nach E8 geht, hier um einfach diesen Bauern zu decken. Nun, dann kommt der Turm auf die 7. Reihe. Und dann spielen wir C4, C5. Und jetzt haben wir mit einem Bauern drei Stück festgelegt. Ja, der Springer kann sowieso nicht ziehen. Zumindest nicht nach E7, weil dann der E5 wieder fällt. Ja, und wir sehen, die 7. Reihe ist dann auch offen für G7. Und so weiter und so fort. Also wir nehmen gar nicht diesen Bauern hier mit, sondern wir spielen einfach nur auf Aktivität unserer Figuren. Das ist eine sehr, sehr schöne Strategie. Und deswegen hat sich dann in der Partie Schmidt dazu entschlossen, Turm F8 zu spielen, mit der Idee, den Bauern zurückzugeben, aber die 7. Reihe zu decken. Auch okay. Okay, was machen wir mit Weiß? Wir haben natürlich eine angenehme Stellung. Wir haben den Bauern zurück. Wir haben die bessere Leichtfigur. Wir sind natürlich noch ein Stück von Gewinn entfernt. Ja, noch nicht zu früh auf dem Olymp sehen. Aber wir können hier erstmal C4, C5 wieder spielen. Diese drei Bauern festlegen. Das ist ein Schlüsselmoment, um ja, diesen B7 irgendwann mal zu fixieren. Der Springer auf A7 kommt ja immer noch nicht so richtig raus. Der versuchte über C8 ins Spiel zu kommen. Warum nicht über B5? Dann sehen wir einfach, der Läufer dominiert diesen Springer einfach völlig. Ja? Und mal abgesehen davon, dass nach dem Schach und Turm D3 Rückzug, dieses Schach war wichtig oder interessant, um den Turm aus der 7. Reihe rauszudrücken. Und jetzt droht einfach A4 und der Springer hat überhaupt kein Feld. Ja? Wird mit A4 zurückgedrängt und dann kommt der Turm auf die 7. Reihe vielleicht wieder und so weiter und so fort. Das sieht alles ganz, ganz übel aus, was die Aktivität der schwarzen Figuren angeht. Und deswegen kam in der Partie Springer C8. Und ja, wir spielen erstmal F4. So, jetzt sehen wir haben den Bauern zurück, wir haben die bessere Leichtfigur und Schwarz kann vor allem nichts ziehen. Ja, das ist das Schöne dabei. Er versucht mit B7, B6, und das ist ja, darauf wollte ich eben hinaus schon, ja, wenn man so unter Druck steht und so schlecht steht und so, es ist unfassbar schwer, Züge zu machen. Und wir kennen das, ja, wenn wir nicht gut stehen und nicht wohlfühlen, dann kommen automatisch schlechte Züge. Und hier könnt ihr mal nochmal kurz reingucken, warum ist B6 nicht nur ein schlechter Zug, sondern der verliert die Partie unmittelbar. 3, 2, 1, kleine Taktik nebenbei. Ja? Aber ich glaube, das haben wir hoffentlich alle gesehen, dass nach Turm D8 Schach der Turm sich auf C8 opfert, denn der B6, der ist ungedeckt und der läuft im Verbund mit dem Läufer hier einfach rein. Und dann habe ich Material mehr. Und deswegen hat Schwarz hier nach Turm schlägt C8 auch aufgegeben. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.